Hallo und herzlich willkommen bei Discussi Digital. Ich bin Sven und heute reden wir über das Verhüllungsverbot. In der Schweiz ist es heute so, dass die Kantone die Möglichkeit haben, das Tragen von bestimmten Kleidungsstücken zu verbieten. Das Verhüllungsverbot in dem Sinn gibt es bereits im Kanton Tessin und auch im Kanton St. Gallen. Bei der Initiative, die wir heute darüber reden, geht es aber darum, dass man auf nationaler Ebene ein Verhüllungsverbot lancieren will. Das heisst, dass man sein Gesicht nicht mehr verhüllen darf, beispielsweise durch eine Burka oder eine Sturmmaske, und das im öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum, der ist zum Beispiel im öffentlichen Verkehrsmittel oder am Postschalter, in einer Bar, in einem Park, aber auch einfach in der freien Natur. Ausgenommen vom öffentlichen Raum sind aber die Sakralstätten. Also in einer Moschee oder auch in einer Kirche darf man sich weiterhin verhüllen. Es gibt natürlich auch hier wieder Ausnahmen. Das heisst, man darf sich in gewissen Situationen verhüllen bzw. sein Gesicht verdecken. Und zwar, wie wir hier auf der Seite sehen, bei einheimischen Brauchtümern, also zum Beispiel, wenn man eine Fasnachtsmaske anlegt, an einer Fasnachtsparty oder einem Fasnachtsumzug, aber auch, wenn man der Sicherheit dienen will, beispielsweise mit dem Tragen von einem Töffhelm, wenn man zum Beispiel im Winter einen Schlauchschal anhat beim Skifahren, weil es einfach so kalt ist, oder eben auch wie jetzt in der Pandemie mit einer Gesichtsmaske, wie die der Gesundheit dient. Dann verstoßt man jeweils nicht gegen das Verbot. Klar verboten wird aber künftig das Tragen sein von einer Niqab und von einer Burka. Was sagen die Befürwortenden? Oder was haben sie für Argumente? Sie finden eben, in einer liberalen Gesellschaft soll man einander das Gesicht zeigen. Und sie finden auch, dass sie mit dieser Initiative der Unterdrückung der Frau entgegenwirken können. Das letzte Argument von ihnen ist auch, dass sie Sicherheit und Ordnung wahren wollen und das eben möglich ist, wenn man sich nicht verhüllen darf. Die Gegner und Gegnerinnen, die sehen das ein bisschen anders. Sie sagen, die Vollverschleierung ist in der Schweiz nicht sehr verbreitet und für so ein Randphänomen muss man eben eigentlich kein zusätzliches Verbot lancieren. Sie sagen auch, dass das Strafrecht in der Schweiz heute schon bestimmte Artikel zur Verfügung stellt, dass Männer bestraft werden, die ihre Frauen dazu zwingen, sich zu verhüllen. Und zu guter Letzt sagen sie auch, dass der indirekte Gegenvorschlag die bessere Lösung ist. Jetzt wünsche ich euch viel Spass bei der Diskussion und hoffe, euch etwas davon mitnehmen. Herzlich willkommen. Ich begrüße Yvonne Feri, Nationalrätin der SP aus dem Kanton Aargau und Monika Rüegger, Nationalrätin der SVP aus dem Kanton Obwalden. Vielen Dank für eure Teilnahme und wir beginnen gleich mit der ersten Frage an Sie, Frau Rüegger. Ist die Verhüllung in der Schweiz ein derart großes Problem, dass es jetzt wirklich diese Verfassungsänderung braucht? Also guten Tag miteinander. Verhüllung bräuchte es in dem Sinn ganz klar, also das Verbot, weil es eben um ein Grundrecht geht. Das gehört in die Verfassung, weil auch in der Verfassung steht, das Grundrecht, Gleichstellung von Mann und Frau. Und genau dort setzen wir an. Wir dienen eigentlich mit dem Verhüllungsverbot Gleichstellung jetzt auch einen Schritt weiterführen und umsetzen. Also man muss wissen, in der islamischen Lehre ist eben das Burka oder der Niqab ist etwas, eine Unterdrückung von der Frau. Das heisst, in der islamischen Lehre darf die Frau nur das Gesicht zeigen und die Hände und der ganze Körper ist eigentlich etwas Unanständiges. Und darum werden die Frauen verhüllt, versteckt unter so einem Stofftuch. Und das hat mit unserer Gesellschaft, ist es nicht vereinbar. Also da werden die Frauen eigentlich untergeordnet an einem Mann. Der Mann tut über sie entscheiden und darum gehört das dringend in die Verfassung, weil wir in der Verfassung haben, dass Mann und Frau gleich sind, gleichgestellt sind und das ist nur ein Schritt, um das zu bekräftigen. Ja, Frau Feri, müsste man nicht in einer demokratischen, freien Gesellschaft erwarten dürfen, dass alle Menschen ihr Gesicht zeigen? Wie stehen Sie dazu? Gut, herzlichen Dank.
Von mir aus gesehen ist die Verfassung der falsche Ort, dass man eine Kleidervorschrift in die Verfassung schreibt. Weil die Verfassung ist unser oberstes Reglement in der Schweiz. Und das Burka-Verbot greift in verfassungsmäßige Grundrechte von der persönlichen Freiheit, von der Glaubens- und Wissensfreiheit, von der Rechtsgleichheit und der Diskriminierungsverbot ein. Diese Eingriffe sind mit einer offenen und einer liberalen Gesellschaft nicht vereinbar. Eine liberale Gesellschaft überlässt es nämlich im Individuum, sich nach Belieben können zu kleiden und zu verhalten, solange dabei niemand zu Schaden kommt. Frauen gehören vom Staat weder ausgezogen noch eingehüllt. Jede Frau kann selber entscheiden, wie sie sich kleiden soll. Die meisten Burka-Trägerinnen, die in der Schweiz leben, sind Schweizerinnen, also Konvertitinnen. Die haben ihren Glauben selber ausgewählt. Und darum ist es klar, dass diese Frauen sie auch freiwillig einen Burka tragen. Man darf heute schon niemanden zwingen, ein Kleidungsstück zu tragen. Das ist heute bereits verboten über Strafgesetzbuch. Und wenn die Initiative abgelehnt wird, kommt es zum direkten Gegenvorschlag. Und der heisst, der Bund beteiligt sich an Integrationsmaßnahmen für Migrantinnen in den Kantonen, vor allem für Projekte für Frauen, Kinder und Jugendliche. Und ganz wichtig, der indirekte Gegenvorschlag sagt auch, dass Frauen ihr Gesicht zeigen müssen oder überhaupt alle Menschen ihr Gesicht zeigen müssen, zum Beispiel vor Behörden. Ja, Frau Rüegger, ist die Initiative ein Weg dazu, dass die Rechte von Frauen gestärkt werden oder dass sie geschwächt werden? Also auf jeden Fall, weil es geht da wirklich rein um die Diskriminierung von der Frau. Und das ist selbstverständlich so, dass da jetzt die Frauenrechte, darum haben wir auch das Frauenrechte-Ja gegründet, wo ganz eine breite Frauengruppe sich da anschließt, von ganz links bis ganz rechts, wo jetzt einfach Frauen für Frauen einstand, um da zu helfen, dass sie eben auch ihre Rechte, auch die ganz wenigen, wo sie immer sagen, das sind ja nur 20, es ist egal, wir setzen uns für jede Frau ein, dass sie genauso können nach unserem Recht die Freiheit da leben. Und es ist sehr, sehr wichtig zu wissen, das hat kein bisschen mit der Religionsfreiheit zu tun, weil Burka und der Niqab hat nur mit der Religion zu tun. Also wenn man denkt, in den 70er, 80er Jahren ist genau in diesen Ländern, also im Iran, Pakistan, Afghanistan, sind die Frauen frei rumgelaufen, mit offenem Haar und mit Miniröcken und haben das genossen. Und eigentlich erst mit diesen radikalen Regimes, mit dem Ayatollah Khomeini, mit Taliban, hat man die Frauen unterdrückt, unter einen Schleier gezwungen und werden heute, wenn sich eine dort erlaubt, abzuziehen, wird sie ins Gefängnis gesteckt und gesteinigt. Also das hat wirklich mit einer frauenfeindlichen Art zu tun, wo man da jetzt plötzlich in unserer westlichen Welt meint, es sei ein Kleidungsstück und jede Frau soll doch frei entscheiden, was sie anlegt. Das hat gar nichts mit einem Kleidungsstück zu tun. Es ist zwar ein Stoff, der gekleidet ist, aber es ist ein Symbol von einer Unterdrückung von der Frau, wo anfängt, dass die Kinder bereits mit einem Schleier mit 10, 12 in die Schule gehen oder sobald sie in die Pubertät gehen. Die werden natürlich durch das patriarchale Gebaren von diesen Männern natürlich das hineingezwungen, dass sie irgendwann sagen, ja, ich mache das freiwillig. Aber wenn man natürlich in der Pubertät schon so etwas von der Familie, von den Männern erlebt, dann kann man fast nichts anderes sagen. Also wir setzen uns da wirklich auch für die wenigen Frauen ein, weil da ist uns wirklich keine Frau zu wenig, um zu sagen, wir haben alle die gleichen Rechte in der Schweiz, Mann und Frau, und das ist die Gleichstellung. Frau Feri, sagen Sie, die Rechte werden gestärkt oder geschwächt? Von mir aus gesehen werden die Rechte gestärkt, weil genau dann der indirekte Gegenvorschlag zum Zug kommt. Und der indirekte Gegenvorschlag, der stärkt wirklich Frauenrecht. Ich habe ihn schon erwähnt. Er bestimmt, dass man das Gesicht vor Behörden muss zeigen, dass es sonst aber erlaubt ist, das Gesicht auch bedecken. Ich meine, wir haben im Moment die Situation auch, dass wir alle das Gesicht bedeckt haben, wobei man muss sagen, das ist ausgenommen aus gesundheitlichen Gründen die Initiative. Der Bund soll sich dann künftig beteiligen an Projekten, wo vor allem Frauen, Kinder und Jugendlichen zugutekommen.
Dann sollen auch Fördermaßnahmen im Gleichstellungsgesetz festgeschrieben werden, wo Förderung von der Gleichstellung außerhalb des Erwerbslebens ermöglichen. Und in der Entwicklungszusammenarbeit gibt es auch noch Punkte, wo man dann Frauenrecht stärken. Ich bin halt wirklich davon überzeugt, dass ein Verbot vom Burka-Tragen der Frauen schadet, weil sie dann tendenziell daheim bleiben müssen, weil das ihre Tradition oder Religion, wie auch immer man das dann nennt, verbietet, auf die Straße zu gehen, rauszugehen, weil man ja dann ihr Gesicht sieht. Und darum bin ich überzeugt davon, dass die Integration und die Förderung, die Stärkung der Frauen über einen anderen Weg muss laufen. Selbstverständlich bin ich auch irritiert, wenn jemand mit einer Burka vor mir steht und ich das Gesicht nicht sehe. Ich tue das auch nicht fördern oder unterstützen, aber ich glaube einfach, das Verbot in der Bundesverfassung ist der falsche Weg. Wir haben ja schon gewisse Verbote in gewissen Kantonen, die Gesichtsverdeckung verbieten, nicht nur Burka, sondern generell. Und das ist sicher ein anderer Weg, wenn das über ein kantonales Gesetz läuft. Wir haben auch Hooligan-Verbot. Es geht ja dann nicht nur um Burka, sondern auch um Sonstverschleierung, Verdeckung von Gesicht zum Beispiel bei den Hooligan oder bei Demonstrantinnen. Und das muss halt auch umgesetzt werden. Es gibt Kantone, die Gesetze haben, aber die werden noch nicht gelebt. Und darum glaube ich, dass die bestehenden Grundlagen langen. Aber der indirekte Gegenvorschlag, das ist der, wo die Frauenrechte dann wirklich stärken und forcieren und wo die Frauen dann auch integriert werden und sie dann auch verstehen, um was es denn geht und dass es unsere Kultur eine andere ist und wir unser Gesicht zeigen und dass sie dann auf dem Weg selber sich können auch auflehnen gegen ihre Tradition und Burka oder die Gesichtsverhüllung anbieten. Ja, vielen Dank für diese Aussagen und für eure Teilnahme. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Zeit und bleibt gesund. Ja, vielen Dank. Soll die Verhüllung vom Gesicht in der Schweiz zukünftig verboten sein? Oder handelt es sich hier nur um einen unverhältnismäßigen Eingriff, der wenige Leute betrifft? Was denkt ihr? Sagt uns eure Meinung in den Kommentaren. Und wenn ihr noch mehr Informationen braucht zu dem Thema, dann klickt auf die Links in der Videobeschreibung. Up to date über unsere Podien bleibt ihr auf den sozialen Medien. Darum liket uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram und Twitter. Und auch hier auf YouTube könnt ihr uns gerne abonnieren.